Hallo Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal Stunner Gaming. Und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Euro Truck Simulator 2. Und ich würde sagen, wir fahren hier auch mal direkt los. Ich drücke mal den falschen Knopf. Und was ich auch direkt erstmal sagen kann, ist, es dauert nicht mehr lang, dann habe ich das neue Lenkrad. Es hat doch jetzt nur noch ein bisschen hier alles gedauert. Ich hoffe, ich kann es mir auch holen. Ich denke schon. Weil es ist ja auch noch Mutter- und Vatertag in der nächsten Woche, meine ich. Und ja, da muss ich natürlich auch was haben. Ich glaube, in der nächsten Woche ist es schon. Oder übernächsten. Eins von beiden auf jeden Fall. Und da muss ich natürlich auch was holen. Beziehungsweise ich habe für Vatertag sogar schon was geholt. Ja. Auf jeden Fall kann es sein, dass ich das sogar doch noch zu wenig habe, aber ich denke nicht. Weil ich habe heute wieder sehr viel verdient. Im letzten Monat. So, mal gucken, wie es dann in diesem wird. Ja, genau. So. Gut. Wir fahren heute wieder mit dem Tieflader wir sind heute mal wieder mit dem Tieflader unterwegs. Hä? So, ich muss drücken. Nee, blöd. So. Genau. Okay, Frachtmarkt. So. Wir machen heute mal. Wir fahren, glaube ich, heute mal nach Hamburg. So. Sorry, Leute, ich muss kurz was schreiben. Zack, 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 zurück. Okay. Weiter geht's. Leute, man muss ja auch die Leute wieder zurückschalten. So, erstmal wieder hier rum. Rundum. Deutsch 1 plus mit Sternchen, Alter. Ich habe tatsächlich auf dem Zeugnis Deutsch 1-2. Weiß tatsächlich nicht, wie ich das geschafft habe, aber ich habe in der letzten Arbeit ein 1 geschrieben und ja, keine Ahnung wie, Leute, ich bin absolut eigentlich kacke in sowas, aber keine Ahnung, wie ich das geschafft habe, aber ich freue mich natürlich, ne, wer freut sich nicht darüber. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, in welche Richtung ich fahren muss, ich glaube in die, ne? So, wir machen das heute mal in der Ergo-Perspektive, es sei denn, ich bin zu blöd dafür, dann nicht. Ich sehe nämlich jetzt schon, dass ich zu blöd dafür bin. So, jetzt gerade. So. Zack, zack, zack. Warte, muss ich jetzt so machen? Ja, ne? Ich glaube, so ist es gut. Okay, so. Gut, gut, gut. Jetzt einfach nur nach hinten. So, ich glaube, jetzt passt es. Ja. Ey, elegant, ich bin mit einem Satz sogar schon eingeparkt. Wie cool. So. Irgendwie ist Montag so immer der. Sonntags, also für Montag immer der Drehtag. Eurotruck Simulator. Irgendwie kommt Eurotruck Simulator immer jeden Montag, ne? Und wenn es mal nicht klappt, irgendwann in der Woche. Aber es kommt halt immer. Das ist schon interessant, dass ich das immer so mache. Aber ich finde, dieses Spiel ist auch geil. Und auch wenn ich dann das neue Lenkrad habe, werde ich das natürlich spielen. Ich werde wahrscheinlich auch Forza Horizon 5 mit Lenkrad spielen, aber ich weiß nicht, ob das funktioniert, weil irgendwie startet das Spiel bei mir nicht. Aber ich will versuchen jetzt mit dem Lenkrad öfter Dinge zu spielen, als jetzt das Lenkrad, was ich jetzt schon habe, weil das Lenkrad, was ich jetzt schon habe, das ist halt nicht mit jedem kompatibel, als mit jedem Spiel. Und deswegen kann ich das halt unter anderem nicht mit den anderen Spielen alle spielen. Aber ich hoffe, das klappt dann. Dem anderen Lenkrad, also es wird wahrscheinlich klappen, weil Forza Horizon 5 ja nur mit diesen Logitech-Lenkrädern funktioniert. Keine Ahnung warum, ich glaube, wir haben da irgendwie so eine Kooperation zusammen und deswegen geht das und ja, bla bla bla. Also, keine Ahnung. Ja, also mit diesem Lenkrad, was ich jetzt habe, könnte ich praktisch nicht Forza Horizon 5 mit einem Lenkrad spielen, es geht nicht. Würde ich jetzt ein Logitech-Lenkrad haben, dann ja und deswegen hole ich mir eins, weil dann kann ich auch keine Spiele spielen. Mit Lenkrad und sowas alles. Und dann genau. Links ab. Jetzt muss ich hier einmal links.
So, wir müssen auch gleich schon wieder auf der Autobahn. Biege nach links ab. Ne, es ist noch gelb tatsächlich. Es gibt leicht Ruckler wieder, leider. Es tut mir sehr leid, aber ich kann dafür irgendwie auch nichts. Obwohl ich schon so gut PC habe. Ich glaube, irgendwas ist falsch in den Einstellungen bei OBS Schließt eingestellt. rechts ab. Aber ich weiß nicht was, also ich finde es nicht. Also die FPS-Anzahl ist gut. Und sowas alles, die Biege nach rechts ab. Bildschirmrate ist auch gut. Oder Rate, wie man auch mal das nennen will. Also eigentlich ist alles top eingestellt. Vielleicht gibt es da einen Fehler und da passiert das, dass es hier ruckelt. Weil es ruckelt ja nur in OBS. Bei mir jetzt hier ruckelt nichts. Also, wenn das übertragen wird, ruckelt das immer. Und ja. Keine Ahnung, wieso. Aber Rechts egal. halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Joa, mach ich doch. So. Nehmen die Ausfahrt rechts. Left City. So, jetzt steht da wahrscheinlich gleich wieder, ich habe es beigetreten, oder? Was ich auch nicht verstehe, ist, ich habe schon längst die CD verlassen, weil hier ist ja immer noch, also hier ist ja schon Autobahn. Oder meinen die damit, dass man, also man ist ja praktisch auf der Autobahn immer noch so ein bisschen im Ort. Meinen die das vielleicht? Sonst verstehe ich es nicht. Also ich glaube, die meinen das so. Aber egal. 1500 Kilometer kann ich. Ich bin eigentlich gerade ein bisschen müde, weil ich gerade erst aufgestanden bin. Weil sonntags habe ich immer nur freien Tag. Also, weil ich bin Samstag hier arbeiten und so weiter, alles in der Woche auch zum Teil. Und ja, da hat man einfach nicht die Zeit, mal länger zu schlafen. Und heute ist halt so ein Tag, wo ich mal länger geschlafen habe. Und dann auch relativ müde bin, wenn ich dann hier gerade drehen will. Aber das macht nichts. Dafür sind auch YouTube-Videos bekannt. Man muss auch einfach mal so sein, wie man sonst ist. Nicht sich immer verstellen, wie es manche andere tun. Joa. Wir fahren jetzt erstmal. Schön, ist ja eigentlich jemand in der Nähe. Nö, ich bin schon wieder mal allein. Ich glaube, es spielen auch gerade nur 1000 Leute hier auf dem Server. Die meisten spielen halt alle abends. Ne? Also abends spiele ich gar nicht erst. Weil es da wahrscheinlich noch mehr ruckeln würde in OBS. Ja. Ich habe auch überlegt, mal auf Streamlabs OBS zu wechseln. Also das ist eine andere oder eine andere Aufnahme Software, sage ich mal so. Vielleicht muss ich auf den wechseln. Habe ich aber, also ich hatte früher habe ich mit Streamlabs mal gestreamt. Deswegen, also das heißt ja Streamlabs, deswegen habe ich damit mal gestreamt und OBS ist so mein Aufnahmeprogramm gewesen. Ja, also es ist jetzt immer noch. Ne? Ich habe früher, ganz, ganz früher auf Twitch mal gestreamt. Ich habe, glaube ich, 49 Follower oder so. Habe ich aber ja tatsächlich schon ewig nicht mehr, weil einfach die Zeit fehlt. Also, ganz ehrlich. Irgendwann werde ich wieder streamen, definitiv. Weil es macht auf jeden Fall Spaß. Und man kann halt auch sehr geil einfach Clips, also praktisch Videos in den Stream mit einbauen. Und dann praktisch auch für hochladen. Und die Leute, die im Stream sind, können dann halt einfach Moin YouTube und sowas schreiben. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Ja, das machen ja sehr viele YouTuber aktuell und also Streamer und YouTuber aktuell auch. Die haben tatsächlich so einen YouTube-Kanal, wo die dann halt alle Szenen praktisch von Twitch reinpacken, ne, dass man auch auf YouTube das sehen kann, falls man kein Twitch hat oder so. Im Prinzip machen die es wahrscheinlich auch, weil sie zwei Einnahmequellen dann haben, ne? Weil einmal Streaming, einmal YouTube, da kriegst du ja auch nochmal Geld, ne? Wahrscheinlich liegt es auch zum Teil daran. Aber egal. Weil ich mache ja auf meinem zweiten Kanal, also auf Solo React, mache ich ja aktuell halt Offscreen-Reactions nur, weil, boah, was soll ich da an Video machen? Geht da gar nicht. Deswegen wird es wahrscheinlich Zeit, mal auf Streaming zu streamen. Aber, mal sehen. Ich würde dann auch tatsächlich die ganzen Bitte links halten. Ganzen, also ich würde praktisch auch das nach, also das Intro nachsprechen, ne? Weil im Stream ein Intro zu machen ist eigentlich relativ kacke, weil es ist ja ein Stream. So. Also ich finde es persönlich nicht so geil, deswegen würde ich das dann halt immer nach. Aber kann jeder selber entscheiden.
sind sogar schon wieder in Hamburg. Aber heute ging die Reise echt schnell, ne? Ich bin noch nicht mal bei 10 Minuten. Na doch jetzt. 10 Minuten 3 ist die Aufnahme. Was bei Sandro React auch so ein Kack ist, ist, wenn man auf YouTube Shorts reagiert, du musst da sehr viel immer rausschneiden. Das heißt, wenn ich jetzt 13-minütiges Video drehe, dann habe ich auf einmal nur noch 9 oder 8 Minuten übrig. Und deswegen muss ich tatsächlich bei Shorts, die das immer lang ziehen, also manchmal könnte es tatsächlich auch so vorkommen, dass ich das lang gezogen habe. Aber ich muss es dann praktisch auf 16 Minuten oder so vor Dingsen, weil es sonst nicht gehen würde. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Aber mir macht das Spaß und ich mache jetzt auf jeden Fall wieder. Ich mache ja auch noch andere Dinge. Ich mache ein Radio. Radiosender habe ich. Könnt ihr gerne mal auf meinem Discord-Server joinen, denn dort sind unter anderem meine ganzen Projekte verlinkt. Und dort könnt ihr sehen, was ich so alles auch noch mache. Ich habe ja auch 2 Discord-Bots, die öffentlich sind. Ich habe natürlich insgesamt 5 Discord-Bots, die ich selbst gemacht habe. Aber die anderen 3 sind alle nur private. Und ja, ich will auf jeden Fall, also ich wollte irgendwann mal tatsächlich einen richtigen für euch machen. Habe ich aber noch nie so richtig die Zeit gefunden und auch noch irgendwie gar keinen Bock drauf gehabt tatsächlich. Weil ich aktuell halt noch einfach andere Dinge machen muss und ich will nicht jedes Mal ein neues Projekt anfangen und dann nie zu Ende bringen. Das ist wie mit dem Roblox-Server. Mit dem Roblox-Spiel. Ich habe ja am Anfang war dieser Discord-Server gar kein Unternehmen, in Anführungszeichen, sondern das war eigentlich für mein Spiel Emergency Duisburg gedacht. Das hieß früher auch Emergency Duisburg. Allerdings habe ich einfach gemerkt, dass man das alleine nicht so richtig hinkriegt. Und ja, also dass das einfach zu lange dauert, alleine zu bauen. Und deswegen will ich jetzt erstmal kein Roblox, also ich will erstmal nicht mehr dran arbeiten weiter. Ich werde wahrscheinlich dann erstmal ein Tycoon machen, weil das kann man selber machen. Da brauche ich nicht viel bauen und sowas, weil bei einem Roblox Roleplay später musst du ja Polizeistationen und sowas alles bauen, Häuser und sowas alles. Und das schafft man alleine gefühlt alles nicht. Du musst ja auch noch programmieren, das kann ich ja. Aber du musst auch noch programmieren alles und das ist sehr viel zeitaufwendig und das schaffe ich aktuell nicht. In der Schulzeit erst recht nicht. Das heißt, ich hätte höchstens samstags und sonntags Zeit, an diesem Spiel zu arbeiten. Und meiner Meinung nach ist das eigentlich vollkommen dann dumm, dann da weiterzumachen, wenn ich es eh machen kann. Versteht ihr? Deswegen habe ich erstmal aufgehört, an diesem Spiel weiterzuarbeiten. Da gab es ja auch eine Ankündigung auf Discord, warum, weshalb, wieso. Und ja, ihr müsst euch einfach mal auf. Also ihr müsst einfach mal auf Discord übergehen, dann wisst ihr, was ich damit meine. Und ja. Ich habe jetzt andere Projekte, die ich mache, die ich auch machen kann, weil da man halt einfach entscheiden kann, wenn man das machen will, ne? Beispielsweise bei den Discord-Bots, da kann ich entscheiden, wann ich ein Update mache, wann nicht. Dann setze ich mich Samstag mal hin und mache dann mal da was. Und ja, beim Roblox-Spiel muss halt alles schon schnell fertig werden, weil die Leute warten natürlich auch auf das Spiel. Und ich hatte auch Teamleute im Team, die da mitgearbeitet haben, aber die waren nicht geil. Also unter anderem die längste Mitarbeiterin, die hat auch dann gesagt, ja, ich gehe jetzt. Ja, was ich natürlich vollkommen verstehen kann, weil ich mache eine Ankündigung und sage, das Roblox-Spiel geht nicht mehr weiter und sie ist wegen dem Spiel draufgekommen. Ist logisch, dass sie dann irgendwann auch einfach dann geht. Die war ja auch Teamlerin. Also erst war die Bilder, also praktisch Bilder, also Bauer. Und irgendwann ist es aber dann doch gewesen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Irgendwann ist sie dann nicht mehr Bilder gewesen, sondern Moderator. Und irgendwann ist sie tatsächlich dann aus dem Team gegangen, weil die Ankündigung halt. Ne? Und ich habe auch jeden Teamler tatsächlich aus dem Team geschmissen. Also es gibt aktuell gar kein Team mehr. Ich bin praktisch der Einzige, der aktuell im Team ist. Ja, das wird wahrscheinlich auch erstmal so bleiben. So, jetzt habe ich den aus Versehen hier gestoßen, weil der hier mitten im W steht. So.
Zack, zack, zack. Wo ist denn das grüne Ding? Ach, hier. Ja, ne, also deswegen mache ich aktuell nur noch sowas. So. Erstmal ihn anrufen, Alter. Warum steht er auch mitten im Eingang? So. Zack. Gut, wir haben eine Stunde und 41 Minuten gebraucht. Naja, weiß ich ja jetzt nicht. Okay, Leute, ich würde aber sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert natürlich die Glocke, damit kein Video mehr verpasst. Ich komme auf den Tag. Haut rein, Leute, euer Sando. Ciao.